Jetzt wird's knifflig, Kirby. Da vorne ist er wieder. Oh, oh. Illusion, Wutwedel. Tropic Woods Phantom. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Hier auf Katze. Für uns geht es weiter hier in der Winterkuppe. Wir wollen noch einige Level schaffen, aber auch die Straße der Schätze finden. Denn laut der Karte fehlt mir noch, oh, ein Ort. Und das muss er wohl sein. Du hast ein verstecktes Portal zu einer Straße der Schätze entdeckt. Mal sehen, was dich auf der anderen Seite erwartet. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Meta Knight. Schwertfähigkeit. Schatz. Schlag zu, Meta Knight Schwertprüfung. Okay, es gibt also einen Schwertkampf. Na gut, dann mal los. Meine ersten Gegner scheinen aber keine große Herausforderung für Kirby zu sein. Okay, wie viele kommen denn da? Gibt es auch mal stärkere Gegner? Ich möchte gegen einen Schwertgrobian kämpfen, ja? Also, ouch, okay, ich nehme alles zurück. Nee, aber wer kommt jetzt? Achtung. Oh, zwei Rabüffel. Na, oh, ausgewichen und peng. Jetzt kommen die nächsten. Hoppelieschen, yay! Juppia, yay! Na, wartet. Oh, 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 oh. Aber nicht treffen lassen, Kirby. Ja, bisher läuft das, glaube ich, ganz gut. Auch wenn ich hier und da mal meine Gegner nicht treffe. Also, da müsste ich mich ein bisschen mehr anstrengen. So große Hoppelieschen. Wumms. Beide besiegt. Schwertkämpfer. Mit roten Zöpfen. Ja, ihr seid mir ja richtig cool. So, kein Problem. Und zack, zack, zack. Und ihr seid die Letzten. Ne, noch nicht ganz. Es kommen immer mehr. Es kommen immer mehr. Oh nö, oh nö, oh nö. Die hätte ich gleich besiegen müssen. Und wer ist jetzt da? Schwertgrobian! Ob du es glaubst oder nicht, ich habe dich vermisst. Genau dich wollte ich als meinen Gegner haben. Endlich mal einen Kampf auf Augenhöhe. So, jetzt bumm. Oh, das macht echt viel Schaden. Wenn er verwirrt ist und sich nicht verteidigen kann. Ja, der tut mir ein bisschen leid. Und jetzt schnell, schnell, schnell. War ich schnell genug, um den Preis zu bekommen? Extra Münzen? Ja, es hat funktioniert. 50 extra Münzen für mich. Wobei die jetzt am Ende des Spiels gar nicht mehr so wichtig sind. Ja gut, doch für die Überraschungsautomaten. Aber für die Fähigkeit Erweiterung nicht unbedingt. Ich habe nämlich schon genug Münzen. Über 5000. So. Dann schauen wir mal ganz kurz. Die nördliche Froststraße. Zerstöre 4 Schneeskulpturen und erreiche den Uhrenturm. Das ist tatsächlich gar nicht so schwer. Beim ersten Mal habe ich, warum auch immer, eine Schneeskulptur verpasst. Und den Uhrenturm, den habe ich irgendwie übersehen. Aber eigentlich ist es für mich zumindest an dieser Stelle gar nicht so kompliziert und glasklar, wie ich da hochkomme. So, eine Schneestatue ist hier. Die wäre kaputt. Also eine Schneeskulptur, Statue, wie man auch möchte. Und jetzt nehme ich, Achtung, den Sägezahnbumerang. Den habe ich ja noch nie gehabt, glaube ich. In einem Level als Fähigkeit, oder? Der ist so cool. Der ist so cool. Bom, 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 bom. Boah, der macht alles platt, der Kirby. Mit seiner Sägezahnfähigkeit. Ja, die ist mir sehr sympathisch. Der Boomerang war ja ganz nett. Chakram-Boomerang, super cool. Aber hier, Sägezahn-Boomerang. Ey, super stark. Also da kann uns wirklich niemand stoppen. So, selbst die Entdecker haben keine Möglichkeiten. Und ich kann hier einfach fröhlich weiter. Ja, ich muss nur darauf achten. Achtung, ah ja, hier, hier, hier. Dass ich alle Schneeskulpturen kaputt mache. Und der Uhrenturm, der kommt ja eh erst zum Schluss. So, 2 von 4. Und nächster Abschnitt. Hallo, Poppy Peng, Peppy Peng, Poppy Pang, wie auch immer du heißt. Die süßen Pinguine! Ich schmelze dahin und ich muss an dieser Stelle sagen, ich glaube, die Winterkuppe, zumindest dieses Level, hat vielleicht sogar die schönste Musik im ganzen Spiel. Ich meine, jede Musik ist wunderschön. Also jeder Titel, jedes Musikstück hier im Spiel. Aber ah, die Winterkuppe, ah, ich weiß nicht, ich schmelze dahin. Ich liebe ja oft Winterlevel. Winterlevel sind immer so, so schön. Und in dem Fall ist es auch ein sehr, sehr schönes, ja, Level. So, da unten war die dritte Skulptur.
Und ich glaube, die hatte ich auch. Die letzte, die mir fehlt, ist irgendwo am Ende. Und frag mich nicht, warum, da habe ich irgendwie alles übersehen. Vielleicht war ich da zu sehr beschäftigt mit den Treppen. Weil da kommt ja gleich nochmal dieses Treppenrätsel. Genau, hier. Ich glaube, hier habe ich das dann übersehen. Oder war das irgendwo eine andere Skulptur, die ich nicht mitgenommen habe? Naja, was soll's. Und, upsala, umfallen. Und nach oben. Hallo, kleiner Schneemann. Ich bin ein Pinguin und kein Schneemann. Ja, stimmt. Entschuldige. So, und runter. Schnell die Treppen hoch und nur nicht treffen lassen. So, weg mit dem Heini. Hier brauche ich keine Treppe. Und da oben theoretisch auch nicht. Aber hier ist die dritte Schneeskulptur. Entschuldigt bitte. Ich meine die vierte. Damit haben wir alle vier Schneeskulpturen zerstört. Jetzt wisst ihr auch, wo sich diese befinden. Falls sie euch gefehlt haben sollten. Und da hinten ist der Uhrenturm. Und da kann man links auf die andere Seite. Da wurde ich ja von euch schon mehrmals darauf hingewiesen. Nicht zuletzt in der Folge, als wir hier zum ersten Mal waren und ich diesen Abschnitt eben, naja, übersehen habe. So, hier hinten ist links ein bisschen was vom Zaun weg. Zack, kann Kirby darüber fliegen. Und da wären wir auch schon... Oh, ja gut, fast. Oh Mann, wie peinlich. Erreiche den Uhrenturm. Oh, und was ist das für ein Stern? Ach so, ja gut, der bringt uns zurück. Ja, macht Sinn. Und zack, da gibt es die Münzen für uns. Schrubbidubidabili, schrabbidubidubidai. Abschnitt abgeschlossen. Beide Waddle Dees gefunden. Cool. Bin mal gespannt, wie viele uns jetzt noch fehlen. Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich weiß nur, dass uns, glaube ich, die letzten zwei Level noch fehlen. Die müssen wir noch vervollständigen. Ich würde aber sagen, an dieser Stelle gehe ich mal ganz kurz in die Stadt der Waddle Dees und dann in den Waffenladen. Denn ich habe jetzt vier seltene Steine. Vielleicht reichen die ja aus, um den Hammer zu erweitern. Mit Hilfe der Blaupause, die wir von König Dedede bekommen haben. Wir schauen mal rein. Und ich brauche, Achtung, wilder Hammer, 5. Oh, dann fehlt mir noch eine. Na gut, dann erweitern wir den Bleistiftbohrer. Da muss ich zwar ein bisschen länger sammeln, um dann seltene Steine für den Hammer zu haben. Aber hey, der Zwillingsbohrer. Den holen wir uns jetzt. Die Fähigkeit fehlt noch. Und. Tada! Wir kriegen... Die Spezialpower Bohrer hat sich zu Zwillingsbohrer entwickelt. Wir haben einfach mal zwei Bohrmaschinen auf dem Kopf. Mit dieser entwickelten Spezialpower kannst du das Portal zum Zwillingsbohrerschatz im Gebiet Rotharts verbotene Lande betreten. Okay, mal gucken, wie das aussieht. Und jetzt? eine Säge, habt ihr das gesehen? Ach, verrückt. Wie verrückt, wow. Oh, wir können jetzt noch Geld spenden. Kommt, wir spenden 1000 Münzen, wir haben sowieso genug Münzen. So, bitteschön. Eine kleine Spende oder eine große Spende für die Musikband. Yay, die freuen sich. Wenn ihr euch freut, freue ich mich auch. Hui, die haben ein bisschen was erweitert bekommen, oder? Die stehen jetzt auf einem richtig schönen Podest und haben, glaube ich, neue Instrumente. Du hast Sternmünzen in den Gitarrenkoffer geworfen. Die Band kann nun auf einer schöneren Bühne neue Lieder zum Besten geben. Ja, die Lieder müssen wir uns auf jeden Fall noch anhören. Aber wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal in die Vergessträume. Also in die Welt, wo wir immer noch die Fragmente von Leopold sammeln müssen. Ich habe euch ja versprochen, dass wir das in regelmäßigen Abständen machen. Und da wir jetzt die ersten drei Welten komplett gespielt haben, schlage ich vor, dass es genau die richtige Entscheidung ist, jetzt hier in Welt 2 weiterzumachen. Vergessküste. 48 Fragmente müssen wir finden. Seid ihr mit dabei? Ich denke doch mal schon. Wo sind sie versteckt? Gemeinsam gehen wir jetzt auf Entdeckungstour. Also nicht wie bei den fehlenden Waddle Dees. Laufen wir schnell durch das Level? Nee. Wir laufen jetzt langsam durch die Level und schauen uns ganz genau um. Da hätte ich schon mal 2. Was ist hier noch? Hier ist bestimmt auch was versteckt.
Und erstmal alles zerstören. Ja. Das war Leos Fragment Nummer 3. Und da hinten ist ein großer Gegner, ein Seehund. Und dieser Seehund gibt uns auch... Achtung, Achtung. Ein Fragment. Deswegen ist er nämlich auch so... Ja, so schwarz im Gesicht. Und dann kann ich hier meine Reise fortsetzen. Gut. Dann, Kirby, raus da aus dem Schlamm. Hä? Und warum leuchte ich rot? Ach so, ja stimmt. Schaut mal links oben. Ich habe ja kaum Energie. Ich muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Ich brauche dringend Nahrung. Ich habe auch nichts in der Waddle-Dee-Stadt gekauft. Hätte ich mal machen sollen. Also irgendwie einen Kirby-Burger oder vielleicht sogar eine Maxi-Tomate wäre ja noch besser gewesen. So, gut. Hier ist nichts mehr. Dann geht's hier mal vorsichtig weiter. Oh, eine Orange. Ja. Wieder ein bisschen Energie. Das war wichtig und wertvoll. Jetzt kommt der Schwert-Probian. Wie ich ihn einfach treffe. Boom. Der kann dir nichts tun, der Arme. Der tut mir schon fast ein bisschen leid. So. Der wird die ganze Zeit getroffen. Und? Ja, schon praktisch. Schon praktisch. Man muss nur die Taste gedrückt halten. Also die... Oh, was ist das denn? Das fliegt sogar über Ecken, die Fähigkeit hier. Und zack. Bums, besiegt der Schwert-Grobian. Aber das war cool. Das war gerade richtig cool. Ah, spannend. So, drei Fragmente gefunden. Sieht aus, als hättest du an diesem Ort bereits alle Fragmente von Leos Seele gesammelt. Lass uns mal im nächsten Gebiet nachsehen. Okay, das machen wir, Elfilin. Damit sind wir schon mal gut vorangekommen. Oh, große Münze. Nehmen wir mit. Und dann geht's weiter mit dem gelb-grünen Stern. Der ist bestimmt gelb, aber aufgrund der Lichtverhältnisse hier in den Vergessträumen wird er so grünlich dargestellt. Hier ist alles ja so bläulich im Himmel. Ihr seht, das ganze Level ist so grün-blau aktuell. Normalerweise ist es ja strahlend bunt. Aber wie gesagt, nicht hier in diesen Vergessebenen, Vergessträumen. Hey, dich brauche ich kurz. Ich mache mal ein Nickerchen. Denn damit heile ich mich komplett und kriege, glaube ich, auch die erweiterte Kraftpunkte-Leiste, oder? Ist es nicht so? Und zack. Aufgewacht. Nee, kriege ich nicht. Ich komme da immer noch durcheinander. Aber ich habe zumindest eine neue Fähigkeit. Nämlich den Weltraumentdecker. Und dazu bin ich noch sehr, sehr schnell unterwegs. Für 200 Sekunden insgesamt. Ha, Zielscheibe gesehen. Zack. Wieder ein Fragment gefunden. Achtung, die machen mir keine Angst. Die haue ich um. Hier muss ich kurz runter. Nö. Ja, perfekt. Und tschüss. Nach oben. Nein, ja. Wunderbar. Hey. Auf uns zu schießen, du komischer Entdecker. Oh, ich schieße einfach quer an ihm vorbei und das zweimal. Zack, wieder eine Zielscheibe. Und das... Oh, ein seltener Stein. Stimmt. Ich darf nicht vergessen, dass ich hier in den Vergessebenen auch immer wieder seltene Steine finde. Oh, das wäre schade, wenn ich das vergessen würde. Weil sonst würde ich ja was Wichtiges verpassen. So, Zielscheibe... Dich möchte ich treffen. Das hat funktioniert. Wieder ein Fragment erhalten. Da ist nur eine Münze. Dann können wir weiter. Aber noch habe ich keinen Hinweis bekommen. Von Elfilin. Das heißt, irgendwas wird hier noch fehlen, glaube ich. So, hey, lass mich mal in Ruhe. Oh ja, da hinten. Da hinten ist noch eine Zielscheibe. Gut, getroffen. Der Kran fährt hoch. Und da sind Münzen sowie eine Kiste, in der sich höchstwahrscheinlich ein Fragment befindet. Ja, drei sogar. Drei Fragmente. Und kein Hinweis von Elfilin. Oh, ich habe irgendwo was vergessen. Irgendwo habe ich etwas übersehen. Na gut. Dann schauen wir mal kurz auf der... Oh ja, hier. Und? Ja, sieht aus, als hättest du alles gesammelt, Kirby. Weiter geht's. Oh, das ging ja schneller als gedacht, zum Glück. Stell dich mal vor, ich müsste den ganzen Weg zurückschwimmen. Aber nee, Kirby hat das schon gemeistert. Nächster Abschnitt.
überall Felskugeln. Und zack, ich bin Drachenfeuer-Kirby. Eieieiei. Einmal hier weiter. Och nö. Drachenfeuer-Kirby möchte ich aber behalten, meine Lieben. So, jetzt aber schnell. Jetzt muss ich aber schnell sein. Oh, denn immerhin habe ich jetzt nur noch knapp über eine Minute meine Tempofähigkeit, die man links oben sehen kann. An dem kleinen Turbo-Symbol. So. Aber man sieht schon, wie die Level schwieriger werden. Beim ersten Mal, beim ersten Durchlauf, habe ich es ja nicht mit diesen rollenden Felsen zu tun. Aber jetzt schon. Okay, bloß weiter. Oh, das war mies, das war mies. Na gut, dann hole ich mir den Kristallige. Der ist sowieso super praktisch. Zack, wieder ein Fragment. Jetzt will ich hier vorsichtig nach oben. Ja, oh, der hat mich erwischt. Diese komische Koralle, diese Unterwasserpflanze da. Und da ist noch was Verstecktes. Ständig verliere ich meine Fähigkeiten. Unglaublich. Okay, dich nehme ich mal mit. Da ist nichts mehr. Und links. Da wartet schon ein Schwertkämpfer auf mich. Was haben wir da noch? Zack, oh, ja, ja, Steinkorn. Nein. Oh, knapp. Sehr, sehr knapp gewesen. Drei. Sogar drei ganze Fragmente. Oh, wir haben alle gefunden. Cool. Dann können wir direkt zum Stern. Ich komme. Boah, gezielt angegriffen. Und wieder die Fähigkeit gerade verloren. Na gut, dann bin ich eben Meta-Kirby. Oder Kirby Knight. Meta-Knight Kirby. Los geht's. Nächster Abschnitt. Oh, nio. Kommt jetzt schon der Endboss? Nee, stimmt. Die Stromschnellen haben wir noch. Okay. Schneemann, ich brauch dich. Jetzt bin ich wieder Blizzard Ice Kirby. Und auch in diesem Abschnitt warten ganz viele Fragmente von Leo auf uns. Moment. Ja. Wir haben übrigens schon über die Hälfte gesammelt. Cool. Dann haben wir hier noch eine. Wir schwimmen mal außen rum. Nicht, dass ich was verpasse. Den machen wir platt. Aber da war nichts mehr. Moment, was ist da in der Ecke? Da ist nichts. Okay, einfach nur ein Seestern. Ein Seestern, der da gerade ein kleines Nükerchen gemacht hat. So, dann nächster Abschnitt. Hallo Bumerangmann. Ich weiß nicht, soll ich den Bumerang nehmen? Ich glaube, ich bleibe mal bei der Eisfähigkeit. Einfach nur, weil ich dann dadurch auf dem Eis laufen kann. Auf dem Eis, ich meine auf dem Wasser. Dann muss ich nicht aus dem Wasser springen und mich abhetzen als Kirby. Vorsicht. Ja. Der Schalter aktiviert einfach mal gar nichts gefühlt. Aber wahrscheinlich liegt es daran, dass ich zuerst beide Schalter aktivieren muss. Oh, da unten, ihr seht's, oder? Das sind drei Fragmente. Einmal runter mit uns. Ja, kann man auch leicht übersehen, finde ich. Ja, manche vielleicht nicht. Ich hätte es vielleicht sogar knapp übersehen, hätte ich nicht den Schalter als zweites aktiviert. Und da ist Fragment Nummer 32 gewesen. Uns fehlen nur noch 16, dann haben wir sie alle komplett. So, ja, 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 und besiegt. Wo muss ich jetzt weiter? Einmal darüber und, ja, 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 gut, Kirby. Schalter aktivieren. Was passiert? Da geht die Wand auf. Ja, da will ich aber noch nicht durch. Nicht bevor ich hier alles eingesammelt habe. So, der ist weg. Okay. Oh, da oben. Der bringt mich bestimmt noch zu einem Fragment. Ja. Nein, ja. Ich habe erst Nein gesagt, weil ich dachte, das wird jetzt eingesaugt von diesem Whirlpool. Oh, darüber. Einmal durch den Tunnel und dann sind wir eigentlich am Ende der Insel. Diesmal allerdings nicht. Denn auf mich wartet ein Stern. Und eine Hammerfähigkeit. Und eine Kapsel. Sehr schön. Gut, Kirby. Dann lass uns weiterreisen. Der nächste Abschnitt wartet schon auf uns. Pschiu. Ah ja, stimmt. Es gibt ja noch eine Zusatzebene, einen Zusatzabschnitt. Das war ja beim letzten Mal auch so. Diesmal haben wir es mit einem Wind zu tun, der uns einfach nur durch die Gegend pustet.
Okay, Achtung. Nicht, dass ich Leos Fragmente verpasse. Ich muss hier gut aufpassen. Münze. Hier bleiben wir drauf. Oh, oh. Bombenschalter. Muss ich aktivieren. Leos Fragment. Perfekt. Weiter geht's. Nächster Abschnitt. Und rüber. Und rüber. Eine Ameise. Die macht uns keine Angst. Da. Ja. Sehr gut. 36 haben wir schon. 12 nur noch. Dann haben wir sie alle. Muss ich da hoch? Ich muss da bestimmt hoch. Nein, ich komme da nicht hoch. Was mache ich jetzt bloß? Ich komme auch nicht zurück. Nein, ich habe es vermasselt. Ah, da kommt die Treppe. Moment. Bin ich mit der Treppe schwer genug, um zurückzulaufen? Ja. Das funktioniert. Okay, alles wieder in Butter. Dann platzieren wir die Treppe und laufen schnell nach oben. Vollstopferfähigkeit, Ringstopfer aktiviert. So, Kirby, dann geht es mal hier unten für uns weiter. Was haben wir denn da so Schönes? Hier können wir was aktivieren. Zack, Leos Seele. Und nächster bereit. Boom, Entschuldigung, lieber Seehund. Aber wir müssen hier leider durch. Und. Oh, Glück gehabt. Ich dachte, ich treffe das nicht mehr. Die Windräder, ja, die müssen, glaube ich, alle getroffen werden. Mit der Ringstopferfähigkeit. Und dann wieder was zu aktivieren. Okay, wir aktivieren noch ein Windrad. Und da ist ein Käfig mit Leos Seele. Gut. Ich hoffe, dass wir nichts verpasst haben. Jetzt muss ich hier schnell durch. Wow, jetzt aber schnell, Kirby. Wow, knappe Kiste. Und da unten, da sind nochmal 3 Seelen. Aber was ist meine nächste Aufgabe? Nichts, glaube ich. Oh, ja. Entschuldigung, als Ringstopfer sollte ich natürlich nicht ins Wasser gehen. Ich glaube, das sollte man nicht vergessen. So. Und fehlt mir da noch was? Ja, mir fehlt noch was. Oh nein. Sag nicht, ich habe unterwegs was verpasst. Bitte nicht. Weil zurück kann ich nicht nochmal durch den Windkanal. Dafür ist Kirby einfach zu leicht. Und, oh ja, hier, bitte. Sei du die letzte Seele, die mir gefehlt hat. Ich bin gespannt. Zack, und... Ja, ich hab sie alle. Puh, da bin ich aber beruhigt. Jetzt fehlen mir nur noch 5 und die kriege ich bestimmt vom Endboss. Vom letzten großen Gegner und das wird natürlich unser Lieblingsbäumchen sein. Unsere Lieblingspalme. Ja, ja. Welche Fähigkeit nehmen wir denn da? Ich bleibe einfach mal beim Hammer, würde ich sagen, oder? Wobei, der Bohrer wäre auch lustig. Aber nee, mit dem Bohrer kann man, glaube ich, nicht so gut angreifen. Ich könnte es aber mal versuchen. Egal, beim nächsten Mal. So, hallo! Uiuiui! Illusionenwutwedel Tropic Woods Phantom! Schön, dass wir auch mal die Ehre haben. Oh! Statt Kokosnüsse fallen jetzt Gordos herunter. Okay. Die eine oder andere Kokosnuss darf dann wohl doch nicht fehlen. Jetzt wäre natürlich der erweiterte Hammer richtig cool von DDD. Aber den habe ich leider noch nicht. Aufladen, aufladen. Und jetzt nimm das hier, Freundchen. Komm. Nein, der pustet mich jetzt weg. Egal, wir haben schon richtig viel Schaden gemacht. Wow! Jetzt gibt es keine Wurzeln. Nein, jetzt gibt es große Zäune. Ich muss mich erstmal durch ein Labyrinth kämpfen. Ist das der richtige Weg? Darüber? Ja. Oh, jetzt ist es alles weg. Na dann. Jetzt kommen die normalen Wurzeln. Egal, mir soll es recht sein. Boom. Oh, jetzt habe ich nicht getroffen. Weil er mich doch nochmal aufhalten konnte. Wow. Der pustet riesige Wolken aus dem Mund heraus. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben, Kirby. Wir haben es fast geschafft. Auch wenn jetzt nochmal ganz viele Gegner herunterpurzeln. Nein! Weiter nach vorne. Dranbleiben. Und pusten. Wir bleiben mal in der Luft. Da sind wir sicher. Achtung, nochmal in die Luft. Jetzt kommt vielleicht gleich nochmal sein Labyrinth, oder? Ich muss einfach nochmal meinen Hammer aufladen. Wenn ich es dazu bringen könnte, wäre es richtig cool. Doch, jetzt schaffe ich es. Boom! Ein letzter Treffer noch. Und dazu einfach hier. Puk. Einfach mal einen Stern auf ihn gespuckt.
Dann Spanien ist das Laufen. Cool. Das war der Wutwedel. Ein Phantom. Und da sind auch die letzten 5 Fragmente, die mir noch gefehlt haben. Ich schnapp mir noch kurz den Hammer. Und dann dürfen wir uns sehr darüber freuen, dass wir es geschafft haben. Nicht nur das, wir haben sogar einen seltenen Stein bekommen und kriegen sogar eine Überraschung. Diese Überraschung schauen wir uns jetzt mal gemeinsam genauer an. 48, alle gefunden. Gut, dass wir so gründlich waren. So, 2 seltene Steine haben wir schon und jetzt Achtung. Oh, eine Pusteblume. Während des Kampfes gegen Kirby wurde der Körper von IDF-86 zerstört. Doch sein mächtiger Geist überlebte und floh mit Leopold und die isolierten Inseln aus seinen eigenen Träumen. Um ihn als neuen Wirt zu nutzen, zerbrach IDF-86 Leopolds Seele und verteilte sie im Reich der Vergessträume. Okay, ich nehme alles zurück. Das waren die Fragmente von Leopold und keine Pusteblumen. Oh weia, ich sehe es jetzt schon in den Kommentaren stehen. Katze sagt Pusteblume zu Leopolds Seele. Puh, aber wir haben es geschafft. Alle 48 Fragmente. Wir können sehr, sehr stolz auf uns sein, denn dieses Level haben wir zu 100% geschafft. Zurück zu den Waddle Dees. Auch wenn uns leider aktuell noch ein paar seltene Steine fehlen, um die Fähigkeit zu erweitern, können wir trotzdem sehr, sehr stolz auf uns sein, dass wir so weit gekommen sind. Meine Lieben, bleibt katztastisch!